Ja, moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wochenhighlights. Gleich vorweg, heute wird's kürzer. Warum? Nach dem Intro. Ja, momentan ist es so, dass ganz viel hier in diesem Haus passiert. Ihr habt das bei dem letzten Video schon gehört, da war dann nochmal so ein Bohrmaschinenbrummen im Hintergrund. Das ist seit Wochen mittlerweile so und ja, ich bin eigentlich nur noch hier momentan zum Wäsche wechseln, waschen, duschen, Kaffee kochen und ansonsten bin ich ja viel unterwegs, eigentlich auf der Flucht. Ich kann so ein kleines bisschen mittlerweile den Einblick ins Vanlife bekommen. Ich bin froh, dass ich ein Auto habe, wo ich ein Bett drin habe. Sonst gäbe es auch diesen Kanal eigentlich gar nicht. Ja, so ist das halt. Von daher diesmal ein bisschen kürzer das Video und ja, fangen wir auch gleich mit dem ersten Kandidaten an. Oder besser gesagt mit den ersten Kandidaten. Das ist der Chris und die Froni. Und die sind mir über den Weg gewuselt beim wöchentlichen Mal durchsuchen. Schaut es euch einfach mal an. Die beiden sind absolut witzig und was sie gebaut haben, schön. In meiner Beschreibung vom Video natürlich auch wieder die, ja, den Link zu ihrem Kanal. Viel Spaß dabei. Hallihallo. Hallöle. Wir sind Chris und Froni. Für die letzten 9 Monate bestand unser Leben nahezu nur daraus, unseren Camper Alvin in unser Home on Wheels zu verwandeln. Wir befinden uns aktuell in einem Schrankvideo. Oh Gott. Und ja, zeigen euch heute mal, wie wir unsere Oberschränke gebaut haben. Hat ein paar Monate gedauert, sind jetzt endlich fertig und komm, ich zeige euch schnell, wie die denn jetzt aussehen. Ready? Verarscht. Zeigen wir euch natürlich erst am Ende des Videos. Irgendwie angeschlagen. Also, Film ab! Ja, sehr schön ausgebaut. Auch sehr, ne? Bum, bum, bum. Ich versuche ja immer so zwischen diesen einzelnen Bauabschnitten irgendwelche Videos zu drehen hier. Verrückte Welt. Ding, ding, ding. So, jedenfalls, das bringt einen echt durcheinander. Wie auch immer, jedenfalls, das Video ist... Boah, Leute. Ich versuch's nochmal. Naja, gut. So schnell werde ich hier wohl dann doch keine Ruhe reinkriegen. Egal. Kommen wir mal zum nächsten Video. Und zwar ist das... Das sind alte Bekannte von uns. Ich habe die beiden schon mal vorgestellt. LKW-Hausbau. LKW-Hausbau. Ist da was? Guckt es euch einfach an. Heute geht es um das Thema Gewicht. Also vom LKW. Glaube ich. Hm? Wir heißen uns hier willkommen und euch mit. Ja. Heute wollen wir mal über das Gewicht reden. Und zwar von Martina. Die wirkt, was? Die wirkt in den Videos immer so dick. Haben andere geschrieben. Nein. Ich Nein, hab man mir hat mal 3 Kilo mehr, wenn man im Fernsehen ist. Wusstest du das? 3 Kilo sind bei mir 5%. Ich habe mir die Mühe gemacht, alle Gewichte mal wirklich auszurechnen und aufzustellen, damit ihr mal einen Überblick habt, was so ein 7,5-Tonner am Ende noch übrig hat als Zuladung. Und wir werden daraus ein lustiges Spiel machen. Und zwar werde ich mir jetzt mein Zettelchen nehmen und wir werden mal Martina fragen. Warum ich? Martina, was schätzt du denn, wie viel Laufmeter Metall wir verarbeitet haben? Laufmeter? Ja, also diese ganzen Stangen, du wisst ja noch, wie wir die liefert kriegen. Die waren also, weil sie geliefert gekriegt haben, 6 also Meter lang. Also viereckige Stahl. Quadratrohr. Ja. Quadratrohr. Und was denkst du denn, wie schwer das war? Alles schwer, zusammen. Schwer. Ja, da hat es dann sogar...
meinen Fernseher verändert mit dem ganzen Bam, Bam, Bam. Ja, LKW-Hausbau. Hat mich auch immer interessiert. Ich finde es wirklich, wirklich wichtig zu wissen, wenn man so einen 7,5er ausbaut mit all dem, was die beiden dort reingebastelt haben, was bleibt im Endeffekt wirklich noch an Zuladung übrig? Darf Martina eigentlich noch mitfahren oder muss man einfach ein bisschen weniger Wasser mitnehmen? Oder war jetzt gemein? Nein, natürlich darf Martina mitfahren, auch wenn 3 Kilo im Fernsehen mehr sind. 3 Kilo. Ja gut, lassen wir das mal so dastehen. Dieses Wochenende ist übrigens Caravan-Messe in Freiburg und da ist ein guter alter Bekannter von uns allen auch mit anwesend und hat dort sein Van-Fan-Camp aufgemacht, der liebe Aki. Ich stelle den Link zu seinem Kanal auch nochmal bei mir in die Beschreibung mit rein, in meine Kanalbeschreibung und auch hier unter dieses Video. Also eigentlich nur hier unter das Video. Ich bin total durcheinander durch diesen Krach hier im Haus. Das ist fürchterlich. Boah, Leute, ernsthaft. Ich will zurück in meinen Bulli. So, jedenfalls, ich stelle dann den Link mit hier unter dieses Video, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt, weil der Aki ist momentan schon wieder fleißig, fleißig, fleißig am Videos drin. Ich habe vorhin nämlich schon die Benachrichtigung gekriegt, Aki ist live. Schaut es euch einfach mal an. Und wie sagt er immer so schön, lasst ihm ein wenig Liebe da. Jawohl. Ich freue mich total auf dieses Wochenende und auf die Videos, die von diesem Wochenende kommen. Ich kann leider wieder nicht dabei sein, Arbeit, auch wenn am Sonntag der Feiertag ist. Trotz alledem wünsche ich allen Beteiligten und allen, die sich dort unten rumtummeln und um den Aki drumherum schwimmen und schwirren, viel, 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 viel Spaß und Freude. Ja, und damit verlasse ich euch jetzt und wünsche euch ein schönes Wochenende. Momentan scheint die Sonne, ich weiß nicht, wie es am Wochenende wird, aber ich wünsche euch allen ein wunderschönes, sonniges, warmes Wochenende. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, haltet euch gesund. Ja, und sofern es die Götter der Hämmer und Bohrmaschinen und sonstiges wollen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder zu den Wochenhighlights. Macht's gut, bis denn dann. Tschüssi!